Frohen Nikolaustag wünsche ich euch allen. Donnerstag müssten wir heute haben, das heißt, die Woche neigt sich zu Ende. Feiert heute euren Nikolaus mit euren Kindern und eurer Familie. Ich hoffe, ihr habt die Stiefel rausgestellt und da steckt auch was drin. Ja, willkommen zu den Morning News. Wettermeldung aus der Südwestpfalz, es ist noch düster und ich bin pünktlich, was mich freut. Gestern Abend gab es auf dem Blog-Eintrag von Alibaba, Alizilla, eine Nachricht, dass Alibaba offensichtlich das Tor nach China in Europa in Lüttich sieht. Und zwar bis 2021 sollen dort 75 Millionen Euro investiert werden. Ich glaube, knapp 30.000 Quadratmeter an Fläche hat Alibaba mit seiner Logistiktochter dort angemietet, mit dem Ziel, dass europäische Händler einen leichteren und besseren Zugang nach China bekommen. Offensichtlich scheint es so zu sein, dass der Weg umgekehrt noch ein klein wenig zurückgehalten wird, denn auch Bestrebungen in Bulgarien sind bekannt, dass dort, ein Fulfillment-Lager gebaut werden soll. Also ich denke mir, wenn Alibaba jetzt das in Lüttich angekündigt hat, vermute ich mal 2019, wird das andere Lager auch umgekehrt in Betrieb gehen. Heise hat einen wunderbar schrecklichen, komischen Artikel gebracht über das eBay-Bewertungssystem. Was mich beruhigt ist, naja, Amazon kriegt im Moment auch richtig eins auf die Mütze, rundum von den Medien, dann kann eBay auch mal einen abkriegen. Was ich mir aber gewünscht hätte und was mich im Grunde genommen bei Heise maßlos enttäuscht, ist die in der Tat sehr schlechte Berichterstattung, die auch in weiten Teilen fachlich falsch ist. Und zwar ging es um Bewertungsschummeleien. Das bedeutet, dass Verbraucher Schlechtbewertungen abgeben können nach einem Kaufabbruch, der durch einen Händler veranlasst worden ist. Das ist so nicht richtig. Fakt ist, wenn ich aufs Bewertungsportal gehe, wo ich normalerweise meine Bewertungen abgebe, wo ich halt alle meine Verkäufe bewerten kann, meine Käufe bewerten kann, finde ich auch den abgebrochenen Kauf völlig normal. Der einzige Unterschied, den es in der Tat gibt, ist, dass wenn ich in gekaufte Artikel gehe, ich den Bewertungsbutton nicht mehr offensichtlich sehe, sondern nur im Dropdown. Also von daher, kritisch finde ich auch, es als verwerflich darzustellen, dass Händler grundsätzlich bessere Bewertungen bei eBay haben als bei Amazon, beziehungsweise hier ging es im Wesentlichen um die Kritik, dass eBay-Händler eine sehr hohe Kundenzufriedenheit haben. Man begründete es damit, dass neutrale Bewertungen nicht zählen in die Berechnung der Kundenzufriedenheit. Ganz im Ernst, neutral ist neutral. Diese Diskussion hatten wir vor ein paar Jahren schon mal. Heise gibt es auch schon länger, hätten Sie sich daran erinnern können. Eine neutrale Bewertung gehört nicht gezählt, weil sie einfach neutral ist. Und wenn ich wissen will, wie viele positive Bewertungen ein Händler hat, dann ist es ins Verhältnis zu setzen der negativen. Das ist doch klar. Aber okay, hat mich ein bisschen geärgert, auch den Umstand, dass ein Händler offensichtlich mehrmals sich um einen Kunden gekümmert hat, eine Rufnummer zur Verfügung gestellt hat, also im Grunde genommen guten Service geleistet hat. Irgendwie scheint mir der Artikel sehr konstruiert zu sein und darauf ausgerichtet zu sein, etwas negativ darzustellen. Finde ich extremst schade, denn diese Art der Berichterstattung finden wir eigentlich auch häufig rund um Amazon. Und das sind Dinge, die sind für keinen hilfreich. Einfach nur drauf zu bashen ist scheiße. Wenn es was zu kritisieren gibt, mit Fakten um die Kurve kommen, dann passt das. Aber so einfach nicht. Ja, Tolineo, der B2B-Marktplatz des EDE, des Einkäuferverbands des Eisenhandels, soll laut Gerüchten jetzt Ende des Jahres bzw. Anfang kommenden Jahres auch seine Pforten schließen. Die Gerüchte sind noch nicht bestätigt. Es deuteten nur einige Meldungen, die mir unterm Radar zugespielt worden sind, darauf hin. Mal schauen, ob ich hier heute noch was rauskriege. Wundern würde es mich nicht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre das denn dann aber auch eine Erkenntnis, wie
und in welchem Maße tatsächlich der alte Handel, der alten Wirtschaft versagt. Wie der EDE gestartet ist mit seinem Marktplatz Tolineo, hat ja schon nicht nur durch mich in der Kritik gestanden, sondern durch einige Experten. Und ja, in der Tat, wundern würde es mich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dort nennenswerte Umsätze drüber passieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass das Ding am Ende des Tages ein Mördermillionengrab ist. Warum? Fehlende Kundenzentrizität. Da hat versucht, der EDE etwas auf die Beine zu stellen, eher Eigeninteressen getrieben, eher Interessen getrieben der Hersteller, und das ist halt von die Butz gegangen. Denn wenn ich eine Lösung anbiete, dann sollte ich die Lösung für meine Kunden anbieten. Dann sollte ich in der Tat, um dieses schöne Wort von Christian Otto Kelm zu nutzen, kundig entwickeln, planen. Ja, bevor ich zur eBay-Seller-Konferenz komme, gestern ist im WDR ein Bericht über Amazon erschienen. Ja, zweiter Bashing-Beitrag, wobei er sich eigentlich in Grenzen hielt. Der Punkt ist der, Amazon ist eine Datenkrake, ja, das stimmt ohne Zweifel, aber wird ja gerne mal die Frage gestellt, was ist schlimmer, Facebook, Google oder Amazon. Ich glaube, beide oder alle drei haben natürlich in einem erheblichen Maße Datenverfügbarkeiten. Das ist aber auch ein Umstand, den ich nicht vermeiden kann. In dem Moment, wo ich mit diesen Systemen interagiere, gebe ich sehr, sehr viel von mir preis. Und wenn ich mir überlege, dass der Betrieb der jeweiligen Plattform Milliarden kostet, bei Google, Facebook wie auch Amazon, und am Ende des Tages Wirtschaftsunternehmen dahinter stecken, dann ist es nun einmal so, dass sie mit etwas Geld verdienen müssen. Bei Google ist es insbesondere die Werbung. Und ehrlich gesagt, Google finde ich wesentlich schlimmer. Wenn ich mich nach diversen Krankheiten erkundige, könnte Google davon ausgehen, dass ich vielleicht diese Krankheiten habe und mir entsprechende Werbung einblenden. Aber nun gut. Auch für Amazon ist es für mich nachvollziehbar. Sie möchten Produkte verkaufen, logisch, und dazu brauchen sie Daten, dazu müssen sie die Bedürfnisse sehen. Und je weiter sie ihr Feld ausweiten, ihr Produktfeld ausweiten, hin zu Versicherungen, hin zum Angebot von Apothekenartikeln, ja, bitte sehr, völlig okay. Aber damit mache ich mir, also sehe ich auch nicht das allzu große Problem drin. Also ich verstehe nicht, wo das Problem ist, wenn ich ihm einen Datenpreis gebe und er mir dafür Dinge vorschlägt. Im Grunde genommen profitiere ich davon. Das Leben wird für mich am Ende des Tages erstmal konvenienter, ne? Wenn ich passende Artikel angezeigt bekomme und wenn ich hier inspiriert werde. Ich sehe da eher den Nutzen als den Schaden. Bisweilen sehe ich noch keinen Missbrauch in der Form, als dass er mich schädigt. Kann man jetzt drüber nachdenken, ja, stimmt nicht so ganz, Steyer, was du da erzählst. Guck mal nach China, das Social Scoring System ist kritisch. Stimmt? Das, denke ich mir, sind dann auch die Argumente, die wirklich dagegen sprechen. Ja, ESK 19, eBay Seller Konferenz, ohne Moos nichts los. So ist es. Und das ist halt auch oftmals ein Hemmnis, ein Hindernis, wie ihr wächst, wie ihr wachsen könnt, wie ihr auch eure eigenen Ideen auf die Straße bringen könnt. Deshalb, und er hat es erfolgreich gemacht, hält Markus Winterscheid samt seinem Förderberater einen Vortrag, wie ihr Fördergelder akquirieren könnt, was ihr zu beachten habt. Denn leider ist es so, sind die Fördertöpfe der EU, teilweise auch der Bundesregierung oder auch einiger Landesregierungen, weitgehend euch unbekannt. Es beschäftigt sich kaum einer damit. Warum? Es wird als sehr komplex wahrgenommen, den ganzen Formularwust zu bewältigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, gerade die KfW-Angebote laufen meistens über eure Hausbank. Eure Hausbank hat noch viel weniger Lust, dort in der Tat tätig zu werden, weil sie sehr wenig Provision für das Produkt bekommt und natürlich viel lieber ihr eigenes Geld verleiht.
Markus wird einiges euch darüber berichten können. Der Förderberater wird aufzeigen können, was für welche Betriebsgröße, für welchen Betriebszweck euch zur Verfügung steht. Das war's auch in den Morning News. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Ich hoffe, wir haben heute Donnerstag. Einen wunderschönen Donnerstag. Habt unfassbar viel Reibach. Und ja, lasst es knallen. Bis dann. Tschüss.